Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Magister Rossmann. Ich erteile Sie. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Frau Staatssekretärin. Ja, es steht ja außer Zweifel, dass dies der größte Finanzskandal der Zweiten Republik ist. Und das Epizentrum für diesen Finanzskandal, auch das steht außer Frage, wurde wohl in Kärnten gelegt mit dem Beschluss von Haftungen. Aber der Haftungsbeschluss, die Erfindung dieser Holdingkonstruktion, dieses Holdinggesetzes, lag bereits im Jahr 1991 und verantwortlich dafür maßgeblich Jörg Haider. Und was dann folgte, bis heute in Wirklichkeit, kann man nur mit der Wortfolge strukturierte Verantwortungslosigkeit vieler Akteure bezeichnen. Und das beginnt mit dem Aufblasen der Bank unter den Augen einer Finanzaufsicht, ÖNB, FNA, geht über das Abdrehen eines höchst erfolgreichen Untersuchungsausschusses im Jahr 2007, geht dann weiter über ein sogenanntes Schnellgutachten der Österreichischen Nationalbank im Jahr 2008 zur Gewährung von Partizipationskapital, zu einem Zeitpunkt, als diese Bank bereits mausetot gewesen ist, geht dann weiter im Jahr 2009 hin zur Notverstaatlichung ohne Not und reicht dann weiter, als die Bank durch die Republik um 1 Euro gekauft wurde, mit einer Situation, in der sich die handelnden Akteure vor allem durch eines auszeichneten: Strategielosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Chaos. Sie wussten schlicht und einfach nicht, was sie mit dieser verstaatlichen Bank anfangen sollten. Und diese strukturierte Verantwortlichkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, diese Verantwortlichkeit wurde vom GRIS-Bericht durchaus gut beschrieben. Das ist ja keine Frage. Aber vieles von dem ist ja nicht neu gewesen. Wir haben das ja hier an dieser Stelle oftmals betont und sind nicht müde geworden, das zu betonen. Aber ich würde wohl davor warnen, die Frau GRIS aufgrund dieses Berichtes jetzt heilig zu sprechen. Dafür gibt es keinen Anlass. Ich würde dafür einige Beispiele nennen, es ist ja schon einiges zitiert worden. Der Sündenfall für diese katastrophale Entwicklung der Bank, die den Steuerzahler möglicherweise 15 Milliarden Euro kosten wird, war nicht der Entschluss im Jahr 2004 mit den Haftungen. Nein, das habe ich schon gesagt, er lag bereits im Jahr 1991. Und was 2004 erfolgte, war die Umsetzung eines Beschlusses der Europäischen Kommission, ausverhandelt von Schwarz-Blau mit der Europäischen Kommission und umgesetzt durch den Landtag. Und was damit erfolgen sollte, war, dass diesem Haftungswahnsinn ein Ende gesetzt werden sollte. Ja, ein Ende gesetzt werden sollte. Es ist schon richtig so, dass dieser Beschluss weitergehender hätte sein können. Das stimmt schon. Das hätten wir uns alle gewünscht. Und wir hätten uns auch gewünscht, wenn der Landtag diesen Beschluss restriktiver umgesetzt hätte. Dann hätten wir uns viel ersparen können in dieser Situation. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der GRIS-Bericht ist natürlich, aber darauf wurde ja schon hingewiesen, auch unvollständig. Er endet ja irgendwann einmal im Jahr 2013 und lässt ja die Frage außen vor, die nämlich für den Steuerzahler die einzig relevante Frage nach der Notverstaatlichung ohne Not ist. Warum wurde nicht der Weg der Insolvenz gewählt? Warum wurde das Verfahren überhaupt so lange verschleppt? Warum ist es zur Gründung einer Abbaubank gekommen? Ob das tatsächlich nicht im Auftrag der Frau Riss enthalten gewesen ist, das wird noch zu prüfen sein. Aber das Zweite, und das betrifft die Frage der politischen Verantwortung aller handelnden Akteure, ist wohl die Frage, warum haben die Akteure so gehandelt, wie sie gehandelt haben? Welche Interessen haben sie dabei verfolgt? Haben sie Eigeninteressen verfolgt, um zu vertuschen, dass Fehler gemacht worden sind in der Aufsicht? Haben sie die Gläubiger geschützt? In welchem Interesse haben sie agiert? Die Motive und Interessenslage
Und das wird durch den Untersuchungsausschuss sehr, sehr genau untersuchen zu sein, blieb aber im Bericht von der Frau Gries durchaus im Dunkeln. Und wenn uns der Herr Jan Greiner hier sagt, ja, die Bayern sind mit einem Euro nach Hause gegangen, so möchte ich ihm schon eines antworten. Die Bayern haben uns verlassen, hinterlassen, einen Rucksack, der bisher für die Steuerzahler 5,5 Milliarden Euro schwer ist und am Ende des Tages vermutlich 15 Milliarden Euro schwer sein wird. Mit dem Kauf Österreichs haben die Bayern einen Deppen gefunden, der ihnen diese Bank abgenommen hat. Vielen Dank.